So, guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel unten links. Die Abonnentenzahl ist weg. Die komische Zähler, der funktioniert zwischendurch einfach nicht. Also nicht wundern, wir sind derzeit bei 1860, meine ich. Warte, ich gucke mal gerade genau nach. Ich meine 1800, ne, 8850. Paar zerquetscht, Alter. Auf jeden Fall, warum bin ich hier? Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und kurze Info nochmal, morgen ist die Skin-Verlosung um 15 Uhr. Also merkt euch das bitte. Nicht, dass es wieder heißt, ja, ich habe das gar nicht mitbekommen. Wenn ihr die Videos natürlich nicht guckt, kriegt ihr es natürlich nicht mit. Wenn ihr natürlich auch kein Abonnent seid, kriegt ihr das auch nicht mit. Habt ihr die Glocke nicht aktiviert, kriegt ihr nicht mit, wenn ich streame. Weil in Streams steht es eigentlich auch immer und da werde ich es halt auch noch öfters erwähnen. Wie gesagt, morgen 15 Uhr gibt es einen Skin zu gewinnen. Was ihr dafür definitiv tun müsst, ist natürlich mir eine Freundschaftsanfrage schicken, damit ihr so schnell wie möglich dann einen Skin erhalten könnt. Weil das Problem ist ganz einfach, ich kann nicht jedem direkt einen Skin schenken. Dafür müssen wir eben befreundet sein, deshalb YT-FamilyHack Freundschaftsanfrage schicken. So, dann wir sehen gerade hier den Toxin-Skin. Viele, viele fragen mich auch, vor allem im Livestream, wann kommt die Bandagen-Bazooka zurück? Derzeit ist irgendwie noch nichts bekannt. Es ist weder bekannt, dass sie rausgeholt wird, weil es steht hier unten nicht mehr drin, dass sie aus dem Spiel rausgeholt wurde. Weder ist noch irgendwie die Info bekannt, dass da überhaupt irgendwas passiert oder ob die Aufgabe getauscht wird, weil wir können kurz reingucken. Warum auch immer, ändern die halt einfach auch nicht die Aufgabe. Und wenn die, keine Ahnung, daraus machen, belebe in einem Spiel zweimal einen Spieler wieder. Die müssten ja in Anführungszeichen nur die Aufgabe ändern. Aber sie machen es einfach nicht. Deshalb alle, die da warten auf den Skin hier, einfach Geduld haben. Mehr kann ich da leider auch nichts zu sagen an Infos. So, da würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop. So, was haben wir? Den Trooper. Ganz ehrlich, ich würde mir zwar kaufen, aber die Farbe. Also den weißen, na, weil du fällst halt richtig auf. Viele spielen den inzwischen. Aber ganz ehrlich, ich finde ihn einfach zu hell. Und wenn ihr mal drauf geachtet habt, der Sturmtruppler ist ein Teil des originalen Trilogie-Sets. Was bedeutet, es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ich behaupte jetzt mal zu 100%, noch mehr Skins kommen, was auf jeden Fall mit Star Wars zu tun hat. Jetzt müsst ihr euch aber das andere mal weiter durchdenken, weil Star Wars gehört ja inzwischen zu Disney. Also wenn wir irgendwann einen Aladdin oder so im Shop haben, das wäre natürlich der Mega-Kracher. So, und ihr wisst ja, mit diesem Kauf unterstützt du YT-FamilyHack. Ich zeige es nur noch kurz, weil paar Fragen dann doch wieder, wo muss ich denn das eintragen? Also wie gesagt, hier in dem Shop unten rechts und dann YT-FamilyHack. Am besten täglich eintragen, weil alle 2 Wochen fällt der Code raus und man muss halt wieder neu eingeben. So, das war das. Ach so, dann noch mal, man kann diesen Skin auch gratis bekommen. Aber gratis heißt nicht umsonst, sondern man kommt ihn bei einem Kauf von dem neuen Star Wars Spiel für den PC bekommt man diesen Skin gratis dazu. Also bedeutet, man bekommt ihn gratis. Wenn du den Skin aber schon vorher schon hier gekauft hast, bekommst du die 1500 V-Bucks auch wieder. Aber dazu habe ich ein extra Video gemacht, einfach mal kurz durchgucken und dann findet ihr das Ganze auch. So, dann gehen wir mal weiter. Die Lackierung kennen wir schon. Nullpunkt. So. Aber die ist natürlich immer noch nice. Hat halt, ist halt, es gibt ja auch die. Ah, ich dachte schon, das Boot wäre weg. So, weil es gibt ja auch die andere Tarnung. Wo ist sie? Falsch. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Die hier. Die kommt ja zwar schon ziemlich ähnlich, aber die andere finde ich schon persönlich nochmal einen Tick besser. Weil die Animation ist zwar wild, aber es geht noch. Also ist auf jeden Fall eine schöne Lackierung, finde ich. So, dann der Zero. Wir haben ihn ja schon. Also ich kann zu dem wirklich sagen, er lässt sich gut spielen.
Er ist ziemlich schlank im Spiel. Also, ich bin eigentlich voll zufrieden, dass ich mir den damals gekauft habe. War ja der erste legendäre Skin von, sag schon, von Part 2 Season 1. Also lässt sich auf jeden Fall gut spielen, kann ich nur sagen. Aber zurzeit spiele ich ihn irgendwie dann doch wieder weniger. Ihr wisst selber, ihr kauft euch einen Skin und spielt ihn dann irgendwann mal wieder. So, was haben wir denn noch drin? Auf jeden Fall schon mal komplett neuer Skin. Neue Skins sind immer gut. Nämlich der Tiefseejäger. Tödliche Untiefen. Ja. Ja, mit Rückenaccessoire passt das natürlich perfekt. Schlecht ist der Skin nicht. Vom Gesicht her, das kommt mir auch wieder so neu vor. Also manchmal habe ich das Gefühl, die bringen schon neuere Gesichtszüge zwischendurch wieder rein. Also nicht diese 0815 Gesichtszüge. Na gut, hier hat er seine Spitzen da am Bein. Unten hat er ein Messer. Diesmal auch nicht linkes Bein, Schienbeinschoner und Knieschoner. So, wie gesagt, Rückenaccessoire haben wir schon. Dann haben wir die Meere. Ne, das Meeresarsenal als Erntewerkzeug. Er hat jetzt nur explodiert wie eine Bombe, weil es ist ja eine Bombe. Boah, der Schlag hört sich lang an. Ja. Hat auf jeden Fall was. Ich glaube, so einen Ton hatten wir nämlich auch noch nicht. So, was haben wir denn noch? Echt intensiv. Gruß an alle Techno-Freunde. Ist nicht schlecht. Ach, weil ich gerade das Emote sehe. Wie gesagt, wenn der nette Schnitzelpudding dieses Video sieht, meld dich mal bei mir bitte im Spiel. Schreib mir einfach mal unten rein. Ich würde nur mal gerne wissen, wer du bist, damit ich weiß, wem ich die 200 V-Bucks da zuschreiben kann. Auf jeden Fall nochmal danke für dein Geschenk. Und wie gesagt, auch wenn ihr mir was schenkt, ich freue mich auch darüber. Aber denkt dran, nicht vergessen, Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack. Weil da hatten wir nämlich auch schon einen, der hat es nämlich dann vergessen, hat mir einen Skin geschenkt und hat vergessen, meinen Creator-Code einzutragen. Aber alles gut, ihr müsst ihn ja nicht eintragen, ist ja eure Entscheidung. So, dann haben wir noch beschlagene Hacke. Ach, die hatten wir auch schon, die kenne ich nämlich. Also wenn ich irgendwas nicht kenne, war es schon lange nicht mehr im Shop. So, dann haben wir Hüftpfeffer. Ah ja. Ah ja. So, dann Scorpion. Ja, ist eigentlich ganz okay. Aber ja, wenn wir jetzt noch Wüste hätten oder so, wäre der Skin halt wirklich gut. Aber so, ja, man fällt damit schon auf. Aber wir sehen wieder linkes Bein, Schienbeinschoner, Kniebeinschoner. So, dann haben wir noch die Expertin. Der Nude. So, mit passendem. Ist es eigentlich ein Laptop? Ja, ist ein Laptop. Ist ein Laptop. Kein Apfel, sondern natürlich Lama. Ein bisschen. Ach nee, das ist ein Plus. Ah, jetzt habe ich das erst gesehen. Minus Plus geteilt mal. Ich dachte erst, es wäre fast das PlayStation-Zeichen. So, wie immer. Linkes Bein, Schienbeinschoner, Knieschoner. So, dann haben wir noch die Animierung. Fraktalpunkt gehört aber auch zur Nullpunkt-Serie. Aber hä? Warte mal. Geh mal weiter. Was denn da wirklich der Unterschied? Das schwimmt so durch. Und das dreht sich. Na, Epic Games, das ist ein bisschen schwach. Also wie gesagt, hier schwimmt das quasi so wellenförmig durch. Und hier dreht sich halt das Ganze im Kreis. Naja, gerade mal gucken, wie so ein Boot aussieht. Ich glaube, das ist totale Verwirrung dann. Ja, hier ist die nette Waffe, die wir zurzeit nicht im Spiel haben. Na, ich sage ja, auf dem Boot gibt das totale Verwirrung. Aber ich glaube, die Tarnung geht trotzdem noch klar.
Weil ich spiele, zurzeit spiele ich ja die Tarnung hier. Aber am meisten feiere ich natürlich die Holoskin. Natürlich auch von euch geschenkt bekommen. Erstmal Gruß geht da nochmal raus. Es ist halt Wahnsinn, was ihr mir alles so schenkt. So, dann würde ich sagen, war es das auch diesmal schon wieder mit dem Shop-Video. Wie gesagt, gerne meinen Creator-Code eingeben: YT-FamilyHack. Nicht vergessen, am Sonntag Gewinnspiel 15 Uhr. Gerne Freundschaftsanfrage schicken. Auch wenn ihr jetzt schon quasi zu spät seid, kein Problem. Dann kriegt ihr euren Skin halt Montag, Dienstag. Je nachdem, wann ihr halt die Freundschaftsanfrage rausgehauen habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Ich denke mal, wir sehen uns heute noch im Stream und haut rein.